Hey, hier ist Tina. Ja? Was wolltest du eigentlich als Kind werden? Ach so, heute sprechen wir über Berufe. Ja, okay, genau. Dann rate mal, was wollte ich werden? Du wolltest, ich bin mir ganz sicher, du wolltest Ärztin sein. Nein. Journalistin? Auch nicht. Dritter Versuch. Jetzt weiß ich's. Du wolltest bestimmt Lehrerin werden. Nein, und auch keine Deutschlehrerin. Okay. Du wirst das nie erraten. Na, sag's mir. Ich wollte Berufssoldaten werden. Hä? Überrascht? Boah. Na, eigentlich nicht. Denn du bist eine sportliche und hilfsbereite Person. Und das sind Eigenschaften, die ein Berufssoldat, eine Berufssoldatin haben sollte. Interessant. Aber jetzt rate mal du, was ich werden wollte. Genau. Du kommst nie drauf. Ich bin mir ganz sicher, dass du Feuerwehrmann werden wolltest, oder? Wow. Ich wusste das. Ja. Ja. Woher weißt du das denn? Guck mal, ich habe hier ein Bild dabei, das meine Mama gemacht hat. Schau mal. Wollt ihr das Bild auch sehen? Ja. Da, schaut mal. Bist du das? Ja, ja. Hier trage ich ein rot-gelbes Feuerwehrmann-Kostüm und einen roten Schutzhelm. Mhm. Und das war Karneval, deswegen waren wir auch alle verkleidet. Okay, und wer ist die Prinzessin, die ein rosa Kleid trägt? Das ist Nina, meine Freundin aus dem Kindergarten und der Grundschule. Deine feste Freundin? Oh, nein, Nina und ich, wir waren dicke Freunde, aber kein Paar. Dicke Freunde? Ja. Ihr wart doch dünn, gar nicht dick. Ach nein, 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 nein. Nee. Dicke Freunde sagen wir auf Deutsch für sehr gute Freunde. Ah, przyjaciele na dobre i złe. Dokładnie, ja, genau. Aber Nina hatte sehr schöne blonde Haare und ein süßes Lächeln. Ja, ja, und... Sie hat auch sehr schöne rote Lippen gehabt und eine kleine Nase und sie war ziemlich groß, süß und wirklich so sympathisch, aber naja. Ich war natürlich ein kleines bisschen in sie verliebt, ganz kleines bisschen. Aber, ja. Aber ihr kleiner Bruder, der hier, Marco, ja. der war immer mit uns dabei und ich konnte eigentlich nie mit Nina alleine sein. Oh, und hast du jetzt Kontakt mit ihr? Ja, aber nur im Netz. Also wir sind Facebook-Freunde und stell dir vor, sie hat ihren Berufstraum erfüllt und arbeitet jetzt als Notfallsanitäterin. Wow, also keine Prinzessin. Nein. Und das Beste ist, sie wollte eigentlich schon immer Menschen helfen. Mhm. Und als sie 13 Jahre alt war, als 13-jähriges Mädchen, hat sie sogar einer älteren Dame das Leben gerettet. Ja, die ist bewusstlos geworden. Und sie hat ihr eine Herzmassage gemacht, bis die Notfallsanitäter angerückt sind und dann ihr das Leben gerettet haben. Okay, also nicht nur schön, sondern auch mutig, hilfsbereit und empathisch. Ja. Berufe. Also Berufe. Ihr habt bestimmt bemerkt, dass sich die femininen Formen, also die weiblichen Formen, von den männlichen unterscheiden. Ja. Also zum Beispiel der Lehrer. Die Lehrerin. Der Notfallsanitäter. Die Notfallsanitäterin. Oder auch der Berufssoldat. Die Berufssoldatin. Genau, also die femininen Formen bekommen die Endung in und noch zusätzlich manchmal einen Umlaut. Mhm. Zum Beispiel der Arzt. Die Ärztin. To teraz po polsku. Na pewno zauważyliście, żeńskie formy nazw zawodów mają zawsze końcówkę in. Czasami też otrzymują przekłus. Ale słuchaj, Max, dla ciebie ta forma Berufssoldatin brzmi tak naturalnie, bo w języku polskim słowo żołnierka jest w słownikach, ale nie jest aż tak popularne. Wir haben nicht so viele Soldatinnen, aber für mich klingt das natürlich. Also okay. Alle Berufe in den bisher männerdominierten Bereichen haben feminine Formen. Also es gibt Politikerinnen, es gibt Mechanikerinnen, es gibt Bäuerinnen und Feuerwehrfrauen gibt es sogar auch. Und umgekehrt gibt es maskuline Bezeichnungen der bisher frauendominierten Berufe? Auch das haben wir. Also zum Beispiel gibt es Krankenpfleger. Aber keine Krankenbrüder.
Vielleicht hast du einen kranken Bruder, aber nein, kranken Pfleger. Nee, den habe ich nicht. Und es gibt natürlich auch Kindergärtner und zum Beispiel Hausmänner gibt es auch. Okay. Also ist es egal, ob ein Beruf eher Männer- oder Frauen-dominiert ist. Wir haben zwei Formen dafür. Jako niedoszła żołnierka. Also als gescheiterte Soldatin. Ja, also als eine gescheiterte Soldatin freue ich mich darüber. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Und du? Du. Welchen Beruf willst du ausüben? Willst du LKW-Fahrerin werden? Erzieher? Politikerin? Astronaut? Mach, was du willst, red dir dein engagierter Vlogger Max, also ich. Und deine Vloggerin Justina. Ciao. Ciao.